Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist mal wieder Sonntag und sonntags wird, wie wir alle wissen, Casey Mendoza, die geheime Händlerin in The Division 2, resettet. Heute befindet sie sich im Keller dieses Hauses, dieses Blocks. Und ich zeige euch natürlich auch auf der Map, wo das ist. Und zwar sind wir ganz leicht südöstlich des Safehauses der Ring. Ihr müsst natürlich zuerst Snitch finden. Der gute Snitch verrät euch dann die Position. Es nützt euch nichts, wenn ihr hierhin sofort hingeht, ohne dass ihr den Snitch vorher gefunden habt. Dann erscheint nämlich Casey Mendoza nicht. Also wie gesagt, Snitch finden und dann hierher. Dann schauen wir auch gleich mal, was die gute Cassie denn so im Angebot hat. Dazu müssen wir, wie gesagt, runter in den Keller. Zwei Treppen runter und dann die Tür auf der rechten Seite öffnen. Und hier hinten um die Ecke steht sie dann. Also, dann schauen wir mal. Als erstes hat sie einen Holster der Fenris Group. Sie hat ja seit dem letzten Update nur noch Gear Score 500. Das Holster ist meiner Meinung nach nicht besonders interessant, hat 12.275 Lebensenergie, Talent Revolver hält. Muss man jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt haben. Als nächstes haben wir den Waffenhandschuh Yugake der Murakami Industries, auch Gear Score 500, hat von Haus aus Talent Schaden gegen Elite 10% und was einigermaßen interessant ist, ist 1432 Punkte Rüstungsregeneration pro Sekunde. Könnte man vielleicht irgendwo draufrollen. Ja, dann haben wir eine spezielle Pistole namens Blitzableiter, die hat ein Spezialtalent namens Bergung. Und eine Inschrift Schlag schnell und hart zu, aber auch unerwartet, aber ich muss euch ehrlich sagen, meiner Meinung nach auch uninteressant. Das Bergungstalent Eliminieren eines Ziels erhöht die Magazinkapazität um 50%. Ich meine, wer spielt denn schon mit der Pistole? Dann haben wir eine M870 Express. Jetzt auch nicht, auch nichts, was man unbedingt haben muss. Hier unten ist vielleicht interessant die Ersatzschlagmann SR1. Sniper Rifle heißt das Ding. Scharfschützengewehr. Sie wollen, dass ich Ihr Ersatzschlagmann bin, Ridgeway. Dann überzeugen Sie mich. Angesichts Ihres Rufs könnte es meiner Gesundheit abträglich sein, mich Ihnen abzuschließen, hat ein Captain Briggs zu Ridgeway gesagt. Das Interessante an dieser Ersatzschlagmann ist tatsächlich das Talent Erstes Blut. Wenn anvisiert, fügt der erste Schuss außerhalb des Kampfes oder nach dem vollständigen Nachladen eines leeren Magazins jedem getroffenen Körperteil den Kopfschussschaden zu. Dafür braucht es aber mindestens eine Zieloptik mit achtfacher Vergrößerung. Ansonsten haben wir Allegro drauf und wieder aufgeladen. Ja. Und das, meine Freunde, war auch schon Casey Mendoza für den 4. August 2019. Immer noch kein Exotic-Teil. Naja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich werde mich noch ein bisschen in den Straßenschluchten von Washingtons rumtreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Ü.